Ja, und damit hallihallo, hallöle, ihr lieben Leute da draußen zum nächsten Stream. Zum letzten Stream wahrscheinlich erstmal von Tomb Raider 3 New Game Plus, je nachdem, wie fertig mich heute das New Game Plus machen wird. Und da ist auch schon der liebe Nomis. Ja, da ist sie ja. Ja, richtig, da ist sie. Und da bist auch du. Und da sind wir alle. Und überhaupt. Und wir begeben uns nun zu den schwimmenden Inseln. Sehr zu meinem Leidklagen. Aber mal sehen, wie es laufen wird. Noch ist ja nichts verloren. Wie gesagt, noch. Das ist richtig schlecht. Das ist jetzt richtig kacke. Ja, muss ich die Uzis halt nehmen. Fuck. Wobei, hier vorne liegt doch eigentlich dann sofort Munition. Weil hier sonst ein kleines Midi-Pack eigentlich liegt. Wenn ich auch sie gerade nicht sehe. Sehe ich so besser? Ah ja, doch, hier. Ich habe sie echt nicht gesehen in der neuen Grafik. Ist ja verrückt. Ist das jetzt für mein Supergewehr eigentlich die Munition gewesen? Ja, aber 40, damit komme ich nicht wirklich weit. Das ist mies. Das ist richtig mies. Oh je, da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Die, Motherfucker! Genau. Ta 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 ta. Ach ja, schön. Die schwimmenden Inseln, sehr schön, ja. Auch wenn es immer noch die schwebenden Inseln heißen sollte. Aber egal. Wie machte ich das denn nochmal am besten? Ich hab's vergessen. Ich meine, ich könnte ja auch erstmal wirklich darüber. Ist das denn auch klug, wenn ich darüber gehe? Ich weiß es nicht. Mal ausprobieren. Verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt schon mal hier Statuen ausschalten kann, ist das definitiv auch nicht verkehrt. Weil hier kommt doch jetzt eine von euch schon, oder? Ja, genau. Ja, komm. Ja, komm. Ja, wer ist eine feine Statue? Ach, ihr werdet beide schon lebendig. Das ist aber gar nicht schön. Na? Na? Genau, dankeschön. Danke für Ihre Anteilnahme, mein Herr. Sie waren wundervoll. Genau. Dann speichern. Dann. Na, okay, so geht's auch. Ja, genau, genau das hatte ich ungefähr so auch geplant. Klappt auf jeden Fall. Wo bleibt denn hier der Rest? Ja, das frage ich mich auch. Hi, Caro, man muss sich nur beschweren. Herzlich willkommen. Beim Albtraum schlechthin. Da hatte ich Glück. Doppelt Glück. Wenn ich hier jetzt abgestürzt wäre, ne? Das wäre alles andere als schön geworden. Da stöhnen wir uns wieder ein zurecht. Okay, so, nochmal speichern, ganz wichtig. Und dann... Ey, es hat ja ein bisschen Schaden gemacht. Shame on you. Das geht doch nicht. So, Briefmarke haben wir eingesammelt. Und dann... Alle Hüpfer. Yep. Wunderschön. Von euch wird natürlich noch keiner lebendig, weil ihr nicht nett seid.
Aber kriegen wir irgendwie alles hin? Ich könnte ja jetzt theoretisch sogar eine andere Waffe nochmal nehmen, um ein bisschen Munition für die Uzis zu sparen. Frage ist, ob das auch so sein soll, oder ob ich das machen will. Hallöchen! Astraf nenne ich dich einfach mal. Auch wenn davor noch TMW steht. Aber hey, Astraf klingt cooler. Ich träume immer gerne von der Schwäbischen Alb. Das ist auch ein besonderer Albtraum. Wie kommst du jetzt darauf, bitteschön? Endlich habe ich es mal hierher geschafft. Ja, ist doch schön, deswegen. Hi. Heute sogar mit Cam. Mache ich ja eigentlich seltener. Kennt man dich? Genau, das war auch so gerade mein Gedanke tatsächlich. Kennt man dich? Wer bist du? Bist du gerade nicht ganz, wo ich dich einordnen soll? Klar, kannst du machen, ist auch einfacher zu sagen. Sehr schön. Dann lockern wir jetzt mal ein Statütchen an. Genau, du wirst lebendig, das ist schön. Wie gut, dass du mich nicht erreichen kannst. Das ist wirklich so ein Segen hier. Genau, das wollte ich doch. Ba, 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 ba. Dauert jetzt natürlich eine Weile mit den Pistolen, aber hey. Du rennst unruhig umher, als würdest du das Klo irgendwie suchen oder so. Wer weiß, vielleicht tut das ja auch. Man weiß es nicht. Ba, 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 ba. Und da ist er putsch. Schön. Erfolg wird gesaved. So weit, so gut. Aber noch ist der Horror nicht vorbei. Wird einer von euch irgendwie jetzt auch nochmal irgendwie so lebendig, schon mal so netterweise? Nee, wollt ihr irgendwie gar nicht? Seht ihr gar nicht ein? Naja, dann halt nicht, ne? Aber. Hier auch nicht, wenn ich hier hingehe. Doch, jetzt. Ich wusste doch, dass dich das heiter macht. Jawohl. Das hat doch wenigstens funktioniert. Du darfst auch gerne sterben, just saying. Ist nur ein Vorschlag, aber du darfst wirklich sterben. Meine ich ganz ehrlich. Auf die richtige Motivation kommt's an, ne? Er hat aufs Wort jetzt gehört. Ein bisschen mit Verzögerung, aber er hat drauf gehört. Einordnen, wohin? Ja. Put, put, das sagt man doch nur bei Hühnern. Ich sag's auch bei Statuen. Nur weil du meintest, dass du es endlich mal hierher geschafft hast. Das wirkte so, als wenn du Vampi bereits kennen würdest. That's right. Aber wenn nicht, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Neue Zuschauer sind mindestens genauso willkommen wie die Alten. Genau, mindestens. Du hast es gesagt. Ich meine, du sagst es. Ich, ach. Also heute ist wirklich so ein Tag, wo ich sage, ich mag Montage nicht. Weil heute irgendwie alles nicht so lief, wie ich das wollte. Obwohl es auch nicht total schlecht irgendwie alles war oder sowas. Ich habe durchaus heute viel geschafft und sowas, aber ich bin wieder mal übermüdet, genau wie gestern. Das ist irgendwie nicht so schön natürlich. Aber hey, was soll's? Kriegen wir hin, Lara hält wach oder macht wach, wie auch immer. Kann ich es vielleicht schaffen, wenn ich schnell genug bin, vor der Statue zu flüchten? Ach, du bist ja jetzt noch gar nicht wach geworden. Ich war jetzt zu schnell wiederum. Das würde ich erst, wenn ich das Item aufsammle oder wenn ich nur hinlaufe. Ich glaube nämlich nur, wenn ich hinlaufe sogar. Oh, lauf, 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 lauf. Fuck, nein, 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 das war ein bisschen zu. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Aber es hat fast funktioniert. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Das hat gut geklappt. Ich bin froh, dass ich diese Idee hatte. Das wäre sonst richtig schlimm geworden mit dem. Aber so richtig. Ey, mein Doppelfeuer ist weg. Nein! Nicht runterfallen, Lara. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Alles wird gut, Mädchen. Hilfe. Ah. Mach mich nicht schwach, Lara. Wirklich, mach mich nicht schwach. Ich müsste mir echt mal dringend selber Holy bestellen, dass ich hier ein bisschen Energy habe irgendwie. Für Tage wie diese. Ach komm, Lara. Stell der Schnitt so an. Und da ist auch der liebe Wichtel. Hallo. Das habe ich gerade, glaube ich, voll komisch gesagt. Hallo. Das passiert aber öfters an Montagen. Eigentlich weiß ich nicht. Also zumindest was Übermüdung angeht irgendwie, zumindest nicht. Ich bin meistens montags eigentlich immer ausgeruhter noch vom Wochenende gewesen. Montags war ganz egal eigentlich, wie viel Schlaf ich bekommen habe. Montags war ich immer noch wach genug für die Arbeit. Erst ab Dienstag wurde es langsam grausam, aber so an sich, je nachdem. Oder wenn du meinst, dass man auch am Montag vielleicht besonders viel schafft, ne, weiß ich nicht. Aber was Übermüdung angeht, war das eigentlich nie so ein Problem bei mir. Naja, bei so wenig Stunden Schlaf ist das verständlich. Ja, ich meine, wann war ich im Bett? Ich war mit allem fertig um 2 Uhr und dann klingelte der Wecker um 7.30 Uhr. War insgesamt wirklich nicht so viel Schlaf und die Nacht davor hatte ich nur 3 Stunden Schlaf gehabt. Das war alles nicht goldig. Nee, 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 nee. Aber ich habe doch wenigstens was geschafft letzte Nacht. Ich habe an meinem Roman ein bisschen weitergeschrieben, an meinem zweiten. Da habe ich ein bisschen was immerhin hingekriegt. Kein Problem, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir hatten mal gechattet bezüglich eines meiner TR-Custom-Levels. Ach ja, wirklich, du bist das. Ich war mir unsicher, weil ich dachte so, Astraf, Astraf, irgendwie kommt mir der Name ja doch bekannt vor. Aber ja, sehr schön. Und hat mir so von ihrem Twitch-Account erzählt. Hatte ich das sogar gemacht? Okay, wenn du es sagst, muss es ja stimmen, aber ich war gerade zum Überlegen, ist das so gewesen? Ich habe doch garantiert dann von dir auch schon mal was Let's Played, bin ich mir sicher. Ich meine, ich habe so viele Tomb Raider Custom Level schon Let's Played, wirklich, das ist unfassbar. Sollte ich vielleicht mal den Laptop noch ein bisschen weiter runter machen, dass ich ein bisschen mehr zu sehen bin? Klappt das irgendwie von der Lampe her hier noch? Ja, sollte eigentlich, doch, sollte gehen, oder? Ja, ja doch, das sieht noch gut aus. Ich verstehe, schön, dass du da bist. Ich sag nur kurz Hallo und bin dann gleich wieder weg. Das macht man aber nicht, Wichtel. Das ist kein Benehmen. Aber wenigstens sagst du kurz Hallo. Ist ja auch was wert. Also ich bin immer müde in letzter Zeit. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, wie gesagt, eine Ausbildung, Arbeit da ohne Ende und auch noch Kind schließlich, was da nachts gerne mal schreit. Also, ne, da ist man halt müde. Elternzeit in dieser Hinsicht sowieso. Am Anfang immer stressig. Ich auch. Der müde Server von Vampi. Ich hätte vielleicht dann den Stream der übermüdete Stream oder sowas nennen sollen. Ich hatte so eine ähnliche Idee schon gestern gehabt tatsächlich sogar, dass ich sowas schreiben könnte im Titel wie von wegen Lara gegen Müdigkeit oder der Müdigkeitsstream oder irgend sowas in der Art. Aber ich habe es dann doch gelassen. Stattdessen ist es heute hier Statue in Outer Hell, weil wenn ich mit denen wirklich da auf engstem Raum zusammen bin, ist es halt nicht schön. Ich bin ja eben gestorben. Hatte ich mir das Secret dann geholt? Ja, doch, das Secret habe ich. Okay. Sehr schön. Wie viele Minipacks habe ich? Ein kleines, 6 große immerhin. Das geht doch wenigstens. Das klingt nach einem Plan. Es ist jedes Mal das Gleiche, egal ob in der neuen oder auch noch in der alten Grafik. Ich muss immer an Götterspeise hier denken, wenn ich hier bin. Es ist einfach so. Und dabei mag ich das gar nicht mal so extrem. Es ist mir tatsächlich ein bisschen zu süß eigentlich. Ich habe es mir damals nur als Nachtisch genommen, wenn halt gar nichts anderes da war und ich unbedingt einen Nachtisch haben wollte. Aber so an sich ist das nur nett. Aber nicht irgendwie das Beste für mich so.
Mensch. Du solltest einen Handstand machen, einmal für die Fans, Lara. Schäm dich. Dann halt nicht. Denn eben ohne Handstand. War das jetzt unnötig, diesen Weg zu laufen? Ich glaube schon, aber machen wir es mal so, weil die Entwickler es so wollten. So. Jetzt vielleicht? Sie will gerade keinen Handstand machen. Es tut mir leid. Lara ist unwillig. Na, jetzt? Nee. Ich glaube, ich ziehe mich zu schnell hoch. Kann auch sein. Ah, jetzt einmal. Wunderschön. Das wollten wir doch alle sehen. Lara schläft auch noch gleich ein. Pass bloß auf. Ja, bloß nicht. Das wäre wirklich schlecht. So, bin auch schon wieder weg. Gute Nacht. Okay. Okay, dann, ja, gute Nacht. Das war wirklich ein kurzer Besuch, aber okay. Schade, aber gut. Ja, genau, wirklich schade. Aber ja. Und frohes Schaffen, vermutlich, genau. Ist New Game Plus schwieriger als normal? Bin leider noch nicht in den Genuss des Remasters gekommen. Oh! Okay. Ich habe die Frage neulich schon mal gestellt bekommen auf YouTube, wo ich dann das ja hochgeladen hatte, schon die Stream-Aufzeichnung von... Ja, keine Ahnung. Was war das? Das war irgendwie so ein bisschen aus und gleichzeitig. Lara, was ist los mit dir? Schluck auf. Auf jeden Fall, es ist schwieriger. Es ist so, dass ich sehr viel schneller tot bin, dass alles sehr viel schneller mehr Schaden macht, egal ob Gegner oder Falle. Alles ist einfach nur unglaublich böse. Und die Gegner selber brauchen auch sehr viel mehr Damage, bis sie halt dann tot sind. Und wir tragen automatisch unsere Sonnenbrille. Und wir bekommen nur Midi-Packs, wenn wir halt alle drei Secrets im Level sammeln. Sonst ist das... Ja. Müssen wir halt ohne Heilung auskommen irgendwie. Das hatte ich auch schon mal das Problem. Das war bei Wächter des Talion in dem Level. War nicht schön, kann ich sagen. Es war wirklich nicht schön. Auch im Kloster von Wakang war es richtig schlimm, weil alle Mönche sind automatisch gegen dich, egal was du tust. Yay. Deswegen, es war die Hölle. Es war einfach nur die Hölle. Deswegen, ich bin überrascht tatsächlich, dass ich so weit gekommen bin. Aber als Tomb Raider Queen muss ich ja auch hier auch irgendwie mal was zu bieten haben, ne? Deswegen, passt schon. Ich mag nur die rote Götterspeise. Grün finde ich schlimm. Rot ist auf jeden Fall auch lecker, aber grün, ich meine, geht auch, aber ich glaube, rot ist wirklich ein bisschen leckerer, finde ich ja auch. Doch, 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 doch. Götterspeise mag ich auch nicht so gerne. Bingo! Ja, genau, Bingo. Götterspeise finde ich persönlich ziemlich ungewöhnlich, nicht mein Favorit. Lieber Pudding, Schokopudding, bester Mann. Eindeutig, deswegen. Nice. Nice. Ja, es ist definitiv schwieriger, yep. Jetzt habe ich Lust auf Pudding. Oh. Ups, Entschuldige, alles gut. Oha, die Mönche einfach so? Lol, klingt böse. Richtig, einfach so. Das ist wirklich böse. Munition nehme ich gleich mit. Erstmal direkt hier rein, weil ich es kann und will. Auch wenn ich dann gleich die schöne Musik dadurch unterbrechen muss, aber hey. Oh! Aha. Stimmt, du kommst ja jetzt schon. Hi. Nein! Bist du des Wahnsinns, Lara? Nicht diese Waffe, bitte. Oh je. Okay, ich wollte schon gerade rückwärts springen. Er war jetzt schon fast so nah bei mir, um ihr ein Küsschen zu geben. Aber, ach, Lara. Don't do that to me. Geht doch. Bäumchen! So. Bück dich. Aha. Schön gemacht. Ah. Deswegen, wenn dich das auf jeden Fall interessiert, wie schlimm das mit den Mönchen war und sowas, ne, schaust dir später auf YouTube an. Es ist, denke ich mal, sogar einen Blick tatsächlich wert. Weil es war wirklich, ja, wie gesagt, die Hölle. Oh, das wollte ich nicht. Nein! Nein!
Ah, typischer Anfängerfehler. Und das bei mir, das ist schon peinlich. Wie? Ich glaube, ich rutsche einfach vorwärts runter. Scheiß drauf. Darf ich kurz stehen bleiben? Darf ich so? Darf ich so? Darf ich hier? Darf ich ja? Wollte schon gerade sagen, Mensch. Ach ja, da war ja was. Was ist hier los? Schalalalala. Rucksack. So. Hätten wir das auch geklärt? Aha. Aha. Ein Küsschen für die Lara. Ja, aber das wäre ein sehr schmerzhaftes Küsschen gewesen, deswegen da verzichte ich lieber drauf, bin ich ganz ehrlich. Als du die Mönche angesprochen hast, wollte das Spiel dir eins auswischen. Ich glaub's auch. Die Kugel hat magische Kräfte, ja, wer weiß, ne? Die Knetmassekugel. Die Macht der Knetmassekugel. Jetzt im Kino. Ich habe jetzt das öfters irgendwie, immer wenn ich dann diesen Weg wieder zurückgehe, dass ich mich frage, warum war ich jetzt eigentlich da irgendwie? Ich hätte doch auch eigentlich direkt hier. Ich habe vergessen, einen Schalter zu ziehen, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das war jetzt eben. Oh! Ja, das war O. Hier war doch noch ein Schalter, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee, hier ist gar kein Schalter. Aber an sich. Ach nee, ich bin wirklich jetzt einfach nur total bescheuert gewesen. Okay. Das war jetzt unnötig. Es war einfach nur unnötig. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich bin müde. Da kann sowas passieren. Dann kommt selbst die Tomb Raider Queen mal durcheinander. Es ist einfach so. Na. Ich muss ja erstmal auf die mittlere Brücke. Ich habe euch schon so gefragt. Das Gitter muss doch hochgehen, ne? Wie war das denn nochmal? Wo war das denn jetzt gerade? Und dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, der Schalter ist ja da. Und das wird gleich auch schlimm. Das wird gleich so schlimm. Das wird gleich sowas von schlimm. Das ist jetzt gleich fast wie bei der No-Kill-Challenge, wo ich ja nicht mal so weit gekommen bin. Ich hätte vorher speichern sollen. Okay, aber nach wie vor sterbe ich hier einfach nicht. Immerhin etwas. Aber wer weiß, das kann ja alles passieren. Irgendwann ist immer ein erstes Mal. Knetmassekugel, ich springe. Was Quatsch, nee, ich bringe jetzt ausnahmsweise mal keinen blöden Spruch. Yay. Es geht immer nach oben, Vampir der Nase nach. Aber jetzt ging es nach unten. Das ist die Frage, ne? Granaten oder Uzis? Ich glaube, ich bleib bei den Uzis. Das ist doch vielleicht besser. Nein, 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 nein. Oh, darf ich mal vorbei? Der hat mich nur kurz ein bisschen gestreichelt, wirklich mit seinen Speeren, ne? Und schon bin ich irgendwie ziemlich tot. Das ist nicht schön. Ich hoffe, ich schaffe es gleich zu fliehen, weil die jetzt hier noch, wie der Schatten gerade eben erst auftauchte. Oh nein, das war doof, das war falsch. Aber ansonsten, ich habe es geschafft, wegzulaufen. Es hat geklappt. Irgendwie.
Yes! Sehr gut. Ja, knurrt so viel, wie ihr wollt. Ihr kriegt mich jetzt nicht mehr, deswegen chillt. Chillt euer Leben. Wenn es möglich ist. Genau. Wunderbar. Warum haben die wirklich Schluck auf? Das macht keinen Sinn eigentlich. Naja, egal. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Nicht drüber nachdenken. Spiel das Spiel. Spiel einfach das Spiel. Man kennt es. Halt, das war zu weit. Aber jetzt langsam werde ich wacher. Glaube ich. Ich könnte mich auch täuschen. Vielleicht werde ich gleich wieder müde. Ich weiß es nicht. Aber ich werde gerade ein bisschen wacher wenigstens. Yay. Ja, später, aber das ist zu vernachlässigen. Denke mal, du könntest das Spiel heute noch durchkriegen, weil du so viel kommt ja nach den schwimmenden Inseln nicht mehr. Richtig. Es kommt darauf an, wie schlimm mich das New Game Plus noch rannehmen wird, ne? Weil das ist mein erster Run im New Game Plus und deswegen, na, es läuft ja gerade schon besser als erwartet auf jeden Fall. That's the spirit. Sie sind einfach verzweifelt. Jetzt kommen sie nicht mehr an Lara ran. Dabei hätten sie so gerne ihre Haut gespürt. Mhm, und ihre Haut mit ihren Speeren durchdrungen. Das klingt auch ein bisschen falsch und zweideutig, aber egal. Yo, ist ja okay, ist ja okay, ist ja ganz okay. Wobei, hängt ihr jetzt da unten rum? Könnt ihr mich verletzen? Kann ich euch verletzen? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind in ihrem Raum drin, okay. Sonst hätte ich da mal ein Machtwort sprechen müssen, aber so ist das ja auch okay. Ist auch so ein Grund unter anderem, warum ich dann super heute sagen konnte, Statue in Outer Hell. Weil je nachdem, wie weit wir heute sogar kommen, können wir sogar noch mit Jumpeter 3 vielleicht anfangen. Und da ist ja im zweiten Level auch schon was mit Statuen, deswegen passt es dann doppelt. Nein, 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 nein! Gott sei Dank. Nein! Ich wollte doch... Nein! Scheiße. Hatte ich nochmal gespeichert? Nein, hatte ich nicht. Das ist Karma. Ich sollte nicht vergessen zu speichern. Es ist ungesund. Können wir sie nochmal wunderschön belauschen bei ihren seltsamen Lauten. Falls das irgendjemand sich gewünscht hat. Egal, ihr bekommt es trotzdem erfüllt. Egal, ob es ein Wunsch war oder nicht. Aber das Schlimmste kommt ja erst noch. Ich glaube nicht, dass wir heute mit Jumpeter 3 anfangen werden. Es sei denn, ich werde diesen Run verzweifelt abbrechen. Was ich nicht hoffe. Aber wenn ich so an einen bestimmten Raum denke, dann wird mir ganz anders jetzt schon zumute. Das wird sehr grausam. Ich werde weinen, ich werde schreien, ich werde schwitzen. So, auf jeden Fall gleich bevor ich die Seilbahn nehme, speichern, aber definitiv. Und alle hopp. Wundervoll. So, jetzt aber speichern. Dankeschön. Okay, bei mir war gerade kurz ein Aussetzer, warum auch immer. Ich hoffe, bei euch nicht. Dieses Grummeln hat Potenzial für ASMR. Ja, wenn du meinst, ne, könnte man so sagen. Eigentlich nicht. Aber wobei, jetzt wo du sagst, die klingen schon sehr interessant. Okay, bei dir war alles gut. Okay, schön. Dann hat schon nur mein Handy wieder gekringelt. Aber ich frage mich auch gerade die ganze Zeit, Astraf
welche Level hattest du nochmal gebaut? Ah. Ich fahre jetzt doch mal durch. Ja, ist auch nicht verkehrt. Vielleicht kannst du mir dann nochmal irgendwelche schönen Beispiele nennen, auf jeden Fall. Das ist nicht so schön. Immerhin habe ich jetzt 80. Gut. Das lief jetzt gut. Na, der andere kommt gerade nicht angeflogen. Okay. Noch nicht. Ah, jetzt kommt er. Ich höre es. Er erwacht zum Leben. Ja, flieg spazieren, ist okay. Immerhin etwas. Wirklich, immerhin. Er hat die schwimmenden Inseln gebaut. Er war im originalen Entwicklerteam. Das würde mich wundern, aber wäre auch cool ansonsten. Hätte ich ja nichts gegen, so ist nicht. Ich hab's vermutet. Ich kam nur nicht mehr ganz genau drauf. Genau, Le Sang de la Nuit. Wunderschönes Level, wunderschön. Auf jeden Fall. Lost Spirit of the Caveman. Okay, das kenne ich nicht. Holidays in... Ich hatte zuerst Minecraft gelesen. Nee, in Mitchell's Winter hat. Und mein neuestes Ruler of the Sands. Okay. Aber da habe ich nur Le Sang de la Nuit von dir gespielt tatsächlich. Aber das war auf jeden Fall ja wirklich wunderschön. Das hattest du nämlich auch damals kommentiert auf YouTube bei mir, bin ich mir ziemlich sicher. Da hattest du sowas gesagt, so von wegen, ja, du hast es verstanden, das ist wirklich ein schönes, ruhiges Level zum Entspannen einfach nur. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand die Readme-Datei lesen würde, ne? Da hatten wir so ein kleines Gespräch da gehabt. Daran erinnere ich mich. Okay. Ich komme sowieso gerade nicht dazu, Custom Levels aufzunehmen. Und hier am Laptop, worüber ich gerade streame, zum Beispiel laufen die gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und ja, aber cool. Le Sang de la Nuit kenne ich sogar ich. Was? Echt? Hattest du das bei mir geguckt? Oder meinst du was anderes? Ist jetzt die Frage, weil ich könnte mich nicht daran erinnern, dass du es kommentiert hast zumindest. Aber es war ein süßes kleines Mini-Let's Play, das stimmt. Das hatte nur so, ja wirklich zwei Parts. Wirklich? Heißt das, du hast es auch gespielt? Ja, wohl eher, wenn überhaupt geguckt, denke ich mal. Wenn ja, hoffe ich, es hat dir gefallen. Ja, natürlich. Deswegen. Schade in dieser Hinsicht, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß wirklich, dass du das kommentiert hattest. Deswegen, du hattest das von mir geguckt auf jeden Fall. Und ja, also gefallen ist mir auf jeden Fall. Es war außergewöhnlich auf jeden Fall. Und es war schön. Ich meine, ich mag ja sowieso so Spiele, die, also so Level, die halt im Tomb Raider 2-Stil auch gehalten sind oder halt auch im Stil von Angel of Darkness. Das mag ich auch sehr gerne. Allgemein, wenn es so ein bisschen mit Horror zu tun hat. Oder es sind schöne Weihnachts-Custom-Level. Ich mag beides. Am liebsten halt Horror- oder Weihnachtslevel. Und ja, deswegen. Das war ja so nicht direkt Horror jetzt, Le Sang de la Nuit. War ja wirklich eher entspannungsmäßig. Aber es war halt schon so ein bisschen mystisch halt. Und deswegen, es war auch cool auf jeden Fall. Nee, aber hattest du echt gesehen? Krass. Krasses Pferd. Trotzdem ein sehr schönes Level, ja, definitiv. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch, ja, sehr schön. Aus dem Kämmerchen herausgekramt, sehr schön. Alte Erinnerung, lang, lang ist's her.
Da hat die Säule gekackt. Habe ich jetzt den Block irgendwie doof verschoben in dieser Hinsicht? Ich glaube ja. Oder? Ah! Habe ich mich erschreckt. Nomis, danke für die 100 Bits. Schöne Custom-Level und lila Bits. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir hier ein bisschen näher. Dann kriegen wir da gleich auch alles wunderbar hin. So, dann einmal rum, Diedeldum. Okay, hat ein bisschen wehgetan, aber hey. Ach, sieht so schön aus nach wie vor. Bin ja auf jeden Fall nochmal gespannt, wenn ich dann hier die Goldsachen nochmal dann mit der Remaster-Grafik let's playen werde. Das steht ja noch an. Für, ne, ja, für nächstes Jahr auf jeden Fall halt. Da werde ich mir dann auch dementsprechend alle Secrets holen. Da werde ich mir vorher das angucken, wo die waren. Ich meine, für Tomb Raider 2 hatte ich mir sowieso alle geholt, um das Bonus-Level spielen zu können. Aber auch für Tomb Raider 1 hier und 3 werde ich auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ein bisschen was weiß ich ja sogar. Und bei einem Secret bin ich so haarscharf wirklich auch vorbei gewesen. Hier in The Lost Artifact. Das ist wirklich traurig. Hui. Da war ich mit dem Kopf im Feuer und das macht Lara einfach mal nichts aus. Auch gut. Und nochmal. Hui. Hui. Ich dachte früher auch so von wegen, man darf hier nicht springen, man fängt an zu brennen, man stirbt. Aber nee, ist eigentlich gar nicht so. Ich meine, sterbe sowieso nicht. Hier ist direkt ja Wasser, man würde sich löschen, aber man brennt einfach nicht. Ist okay. Vielleicht ist es ja nur Fake-Feuer. Oh ja, da sollte ich nicht auftauchen. Hilfe. Vor allem, ich höre hier diese Scheiben, aber ich sehe sie nicht. Hier fliegt irgendwie gefühlt gar nichts. Ach, die sind hier drüber. Okay. Auch interessant. Ja, nicht zu weit laufen. Reicht das schon oder muss ich dich näher ranschieben? Ja, ich glaube einer näher, das sollte schon noch drin sein auf jeden Fall. Ich schwöre bei meinem Leben, die Golden Mask Level liebe ich. Kann ich verstehen. Und The Lost Artifact auch, okay. Also bei Tomb Raider 2, wie gesagt, kann ich es verstehen, aber bei The Lost Artifact kann ich es nicht unbedingt voll nachvollziehen. Weil ich war da erstmal sehr stark am Verzweifeln und das hat mich sehr aggressiv auch gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe es erstmal nicht so gemocht. Kann ich hier nicht auch direkt eigentlich rüberspringen, ist mal so eine Frage. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, ich brauche den Hangelspalt nicht, oder? Nö, brauche ich auch nicht. Nee, nicht Kopfstoßen. So. Und jetzt kommt's nämlich. Wenn man hier richtig runterrutscht, kann man das irgendwie auf jeden Fall verhindern, dass die Messerwerfer spawnen. Aber die sind eigentlich ja nicht so das Problem im Vergleich zu den Statuen. Und wir brauchen ja auch weitere Munition insgesamt, deswegen wahrscheinlich ist es insgesamt doch lohnender, sie zu killen. Ja, aber wenn man das hier irgendwie schafft, eher hier hinzuspringen oder sowas, dann... Weil allgemein lohnt es sich, glaube ich, jetzt nicht. Genau, ihr seid nämlich alle schon da, definitiv. Deswegen, selbst wenn ich jetzt hochspringen würde, dann
Und welche Statue turnt hier bereits rum? Keine Ahnung. Na gut. Eigentlich falsche Waffe. Das ist aber auch schlecht. Das ist alles gerade schlecht. Ach, verdammt. Nein! Okay, immerhin. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen sehr heiß. Oder soll ich doch versuchen, die Messerwerfer zu verhindern, wenn ich mal die andere Seite ausprobiere zum Runterrutschen? Das funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht. Deswegen, wie soll man denn da direkt hoch können? Weil hier sind sie ja sofort schon da. Deswegen, das ist alles irgendwie ungünstig. Ich könnte jetzt die Schrotflinte natürlich mal benutzen, eventuell, aber na, ich weiß nicht. Das ist die perfekte Idee, Lara, definitiv. Lass das. Oh no! Eine Statue bereits zu leben. Ich muss hoch. Tschö. Oh je, 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 je. Okay. Das ist alles nicht gerade gut. Oder darf ich diese Schräge nicht mit benutzen, dass ich hier Fallschaden kassieren muss? Hat es sonst damit was zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Zugegeben, TR3 finde ich generell in vielen Ecken schwieriger als die Vorgänger. Nicht nur du. Aber der Artstyle stimmt für meinen Geschmack. Ja. 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 Da kann ich auch nicht mehr zu sagen, außer ja. Es ist schon an sich sehr schön. Es ist eine sehr schöne Lara. Der Nachthimmel sieht hier gerade auch sehr schön aus. aber Tomb Raider 3 ist an sich echt meine Nemesis. Also ich habe wirklich in den sauren Apfel gebissen und ich habe die original PlayStation 1 Version, die ich ja auch als Kind immer nur gespielt habe, habe ich let's played. Es war nicht schön. Weil es einfach so verdammt dunkel ist, die Fackeln so kurz nur halten und man hat nur Speicherkristalle zum Speichern und überhaupt. Aber ja, am PC ist wirklich definitiv leichter und schöner. Aber naja, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ruhe. Hannes Spalt, was? Ach so, Hangelspalt. Das ergibt mehr Sinn. Hab erst was anderes verstanden. Ja, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ist auch das inoffizielle Dark Souls. Ja, ist wirklich so. Könnte stimmen. Unoffizielle Dark Souls gibt es tatsächlich viele. Meine Rede. Sehr, sehr schön. Auch wenn die Automatics eigentlich zu meinen Lieblingswaffen zählen. Auch Lara nicht schon wieder. Sind sie natürlich hier nicht perfekt. Aber hey. Ah! Hallo? Alter! Wie viel Schrotflintenschuss der verträgt aus nächster Nähe? Das ist ja unnormal. Na. Okay. Ich habe sie tatsächlich leer geballert. Na, wenn die so viel einstecken, kein Wunder, aber trotzdem krass. Richtig krass. Aha. Meine Güte. Aha. Aber ja, sofern man in Bewegung bleibt bei den Jungs, geht's ja noch einigermaßen. Aber halt auch nur einigermaßen. Obwohl, das ist jetzt so klug, vielleicht sollte ich doch eine andere Waffe nehmen. Aber egal, wir speichern dafür. Je nachdem, ob wir uns irgendwohin retten können oder nicht.
Das ist jetzt noch mal dann so die Frage auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich. Es wurden gleich so viele auf einmal lebendig. Okay. Immerhin einer weniger. Seriously. Aber dass gleich drei gleichzeitig auch erwachen würden, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Das ist halt die Sache mit den Triggerpunkten. Aber immerhin, wenn ich den los bin, dann habe ich schon mal sehr viel bessere Karten insgesamt. Dauert jetzt nur ein bisschen. Jawohl. Auf jeden Fall speichern. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt schon. So, Frage ist, wo steht noch jemand? Da ist noch jemand, das ist nicht schön. Da ist theoretisch keiner mehr und hier vorne auch nicht. Süß. Noch bleibt es ruhig, mit Betonung auf noch. Der wird gleich sehr schnell lebendig werden. Und es wird sehr schmerzhaft werden. Okay, jetzt schon, sehr gut. Ja, hier ist Tor nicht da hinten rum, Junge. Komm her. Stirb! Genauso. Nochmal speichern. Deswegen, dieser Raum ging wenigstens. Aber es war noch nicht der schlimmste Raum. Noch nicht. Es kommt noch dicker. Kam hier eigentlich noch ein Typ hier irgendwie?
Ich bin mir unsicher, kam hier noch ein kleiner Junge oder nicht? Ja! Alter! Schon wieder so ein Übermensch hier. Aha. Immerhin. Aha. So. Ja, einfach durch und nochmal runterrutschen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Methode. Ansonsten werde ich einfach nur sterben. Qualvoll. Sehr qualvoll. Nomus hat seine Farbe geändert im Chat. Für mich zumindest. Die sind alle in die Lava gefallen. Keine Angst. Ich möchte hier jetzt keine Diskussion lostreten, aber kann man mit so einer Konnensonnenbrille anstatt coolen Sonnenbrille süß sein? Vermutlich schon, aber es wird schwerer. Warum fragst du? Aber ja, es ist auch möglich, auf jeden Fall. Ein kleiner Junge, alles klar. Der war bestimmt erst 5, vor du ermordest ihn so grausam. Nein, 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 nein. Es war ein ganz doll böser Bub. So wie Max und Moritz. Frage, kann der überhaupt so weit laufen oder reicht seiner KI nicht so weit? Doch, er kann! Sie können beide. Aber sie laufen wieder zurück, wenn sie nicht an mich rankommen. Das ist natürlich irgendwie weniger schön. Aber sie kommen auch wieder auf jeden Fall, deswegen ist doch was Schönes auch wiederum. Deswegen kriegen wir alles hin. Irgendwie. Ja, ich weiß, du willst mich hops nehmen. Darfst du aber nicht. Ja, du drehst auch eine schöne Ehrenrunde. Das freut mich, ja. Und jetzt lauft ihr wieder weg. Oh. Hui. Das ist wohl eine große Toastbrotscheibe auf jeden Fall. Was? We added 3 Bits and 2 Bonus Bits to Nomis. Ah! Nice auf jeden Fall. Aber diese übergroße Toastbrotscheibe gerade. Und sie kommen schon wieder. Auf jeden Fall danke. Schon mal soweit. Ja, was denn jetzt? Wo denn jetzt? Oder sind die jetzt über mir? Das kann auch sein. Leute, Statuen. Ja, hier oben erreichst du mich zum Glück nicht. Wie gesagt, zum Glück. Sonst hätte ich ein Problem. Der Bruder ist auch wieder da. Frage ist, für wie lange noch? Ihr dürft auch einfach gerne sterben, ne? Bin ich ganz ehrlich. Sterbt doch einfach. Keiner mag euch, schalalalala. Hilfe. Ich wollte mal das gigantische Toastbrot ausprobieren. Alles klar. Ja, warum auch nicht, ne? Oh, sie kommen auch freiwillig zwischendurch schon zurück. Na komm, komm näher. Komm. Oh, Hilfe. Komm nah an mich ran. Ja. Ich weiß, du willst mir dein langes Ding reinstecken. Ich hab dafür ja Verständnis, durchaus. Oh, jetzt gehst du gar nicht mehr weg. Ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Stirb! Irgendwie will der gar nicht sterben, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber auch nicht. Oh. Ist aber doch ein bisschen knapp. Boah, ey, bist du nervig. Ihr seid beide nervig. Zwischenspeichern. Hallo. Nein! Wie gut, dass ich gespeichert habe! No! Ja, das war's. Das war's. Ja, freu dich. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Wirklich, wie gut. Nur ein bisschen anlocken hier. Komm. Reicht das? Um dich irgendwie ein bisschen scharf zu machen? Irgendwie nicht so ganz, ne? Hallöchen, Hallöchen, kommt doch mal zu mir nach unten, genau. Lang kannst du es aber nicht mehr dauern, bis immer umfällt hier. Oder zerfällt, besser gesagt. Genau. Okay, nochmal zwischenspeichern, weil einer tot ist wenigstens. Hallöchen, komm doch her, dann gebe ich dir auch einen Gummibär vielleicht. Oder auch einfach nur ein paar Pistolenkugeln. Endlich. Wirklich. Finally. Ah. Mensch, Mensch, Mensch. So, nochmal speichern, definitiv. Das war echt einfach nur unnötig lang. Ich habe eine Überraschung. Oha. Zu blöd, dass sie so weit weglaufen können. Ja, ist wirklich so. Eine gesunde Lara am Stock. Warum am Stock? Ich will das doch gar nicht. Jetzt braucht man nur noch ein Lagerfeuer und ein paar Marshmallows für die Süße. Nein, bitte nicht. Pistolen mit Gummibärchenmunition, lecker. Das wäre auch was irgendwie, Gummibärchenmunition. Yeah! Sehr schön. Wie gesagt, hat ein bisschen gedauert und es war die Feiglingstaktik, aber es war das einzig Vernünftige, was ich tun konnte. Weil sonst, ne, die hätten mich einfach nur zerschrabbelt. Ich habe ja schon oft genug fair gegen sie gekämpft, deswegen, es muss reichen. In dieser Hinsicht. Jui! Nochmal ein paar Bits hier. Na heiß. Thank you. Was? Bildschirm-Celebration eingelöst? Okay, das ist interessant. Victory! Überraschung. Ja, aber was heißt das? Bildschirm-Celebration. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen unklar, aber... Ja... Ich möchte mal ein paar Futures ausprobieren. Okay. Da kommen einfach die Emotes in deinem Stream. Okay. Oh. I really, really like you. Ich dich auch, eindeutig. Speichern. Weil der Sprung gerne mal schief gehen kann. Sag ich ja. Ja, jetzt war ich hoch genug, okay. Weil gleichzeitig darf man ja auch nicht zu hoch, wenn man sich sonst den Kopf stößt und überhaupt.
Konnte ich hier stehen? Nein. Ich glaube, hin und her springen ist hier keine so gute Idee. Das war aber auch keine gute Idee. Ach, Manno. Beste Musik. Ja, auf jeden Fall, die ist schon sehr schön. Tauglich für Meditation. Ja, sagte sie, als sie in die Lava blickte. Ah, jetzt wäre ich fast abgestürzt. Ach ja. Okay. Ich lebe noch. Jo. Seriously. Ich darf die Munition nicht mitnehmen, sonst sterbe ich. Das ist natürlich irgendwie sehr dumm, aber egal. Es ist wenigstens nur Shotgun, ne? Sag ich mal so. Aber das ist wirklich einfach nur jetzt so, nee. Einfach nur nee. Ja, das brauchen wir ja an sich nicht. Aua. Ganz schön heiß hier. Bam. Ja, komm, als ob. Lara, dankeschön. Geht doch. War das jetzt klug? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Okay, so geht's auch. Es war jetzt nicht direkt mein Plan, aber nehme ich. Die zwei Statuen hier feiern immer noch eine wilde Party. Jui! Hype! Alter! Was geht hier eigentlich ab? Lara hat aber hitzebeständige Haut. Ihr macht das anscheinend nichts aus. Der ist auch sehr groß. Mhm. Nomis macht groß. Zeit für Heilung. Oh, da waren sie aber richtig großzügig. Das ist schön. Ich sehe nichts. Ey, ich müsste hier eigentlich schon brennen, ne? Aber das macht Lara gar nichts aus. Ist jetzt die Frage, ne? Kann ich nicht sogar schon von hier oben vielleicht dann wirklich rüberspringen? Je nachdem. Müsste vielleicht. Aber nur vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich hier noch zu hoch auch? Nein, das würde sogar gehen.
Und jetzt so direkt? Und ja, doch, doch. Easy. Easy schmiesi. Gut. Haben die schwimmenden Inseln plus geschafft in fast einer Stunde. Mit allen drei Secrets aber und fast sogar allen Pickups. Hilfe. Das ist doch eigentlich ein Ergebnis, mit dem ich durchaus leben kann. Ich habe sogar nur 1,5 Midi-Packs gebraucht. Das ist nice. Das ist richtig nice. Werde ich mal für YouTube jetzt hier schon mal den Part beenden. Bam.